Vielen Dank auch für die Einladung. Ich komme in gewisser Weise in meine Wahlheimat zurück. Meine tatsächliche Heimat hat eine ganz spezielle sprachliche Formung, die erspare ich Ihnen, obwohl ich sie fließen kann. Und ich bin auch in der neuen Medizin, die ich seit 2006 betreibe, bin ich Professor Birkmeier begegnet. Und da die Kardiologie, das Herz natürlich etwas geblieben ist, wo auch weiter mein Herz schlägt, sagt mir, das ist so häufig, es müsste doch einfach auch sinnvoll sein, sich dieser Fragestellung einmal zu widmen. Und das haben wir getan. Und ich finde das auch deswegen, also es ist nicht ganz so ausgegangen, wie ich vermutet, dass sich Herr Professor Birkmeier gewünscht hätte. Und umso wichtiger ist es auch, dass man, also auch eine Intervention, NADH, wenn man es nimmt, ist eine Intervention mit wunderbaren, segensreichen Wirkungen. Und es ist vielleicht auch sinnvoll, dort auch eine weitere Differenzierung in der Betrachtung erreichen zu können. Ich habe es gemeinsam, ich habe ein Zentrum für Energie- und Umweltmedizin in Dresden und arbeite, wenn ich kardiologisch mit diesen schönen Geräten arbeite, zusammen mit Dr. Carsten Nolte, der eine multiprofessionelle Praxis in Dresden aufgemacht hat, wo also der Shiatsu-Therapeut neben dem Kardiologen ein wunderbares gemeinsames Dasein pflegt und auch beide und alle voneinander profitieren. Ich bin dort auch in dieser Praxis mit drin. Dort sind die Untersuchungen erfolgt. Ich fühle mich dort in diesem Setting jedenfalls, vor allen Dingen auch für die Kardiologie, mitverantwortlich und natürlich auch als Energiemediziner. Es ist im Grunde genommen auch ein prophylaktisches Konzept. Und ich denke, dass das, was hier auch besprochen wird, nicht nur den ganz endstadiumsmäßigen chronisch Kranken ist ganz wichtig und hat einen großen Leidensdruck. Aber auf dem Weg zur chronischen Krankheit gibt es so viele wertvolle Dinge, die wir in der Energiemedizin heute auch valide sehr gut messen können. Und im Grunde genommen einem Diabetiker 30 Jahre, bevor sein Blutzucker sich tatsächlich erhöht, sagen können, wenn du so weitermachst, ist deine Sache, aber dann wird es passieren, dass du zuckerkrank werden wirst, nach menschlichen Ermessen. Das ist mein schönes Zentrum für Energie- und Umweltmedizin. Und hier unten in der Etage, wo ich tätig bin, hat früher Fritz Busch, kennt den jemand, gelebt. Fritz Busch ist der Herbert von Karajan oder der Kurt Masur der 20er Jahre und hat die Staatskapelle Dresden geleitet. Und als Deutscher hat er sich 1933 geweigert, seine jüdischen Ensemblemitglieder zu entlassen. Und daraufhin müsste er selber gehen, ist nach Amerika ausgewandert. Ich sage meinen Patienten, wenn er ganz genau hinhört, könnte es sein, dass er die einen oder anderen Töne noch spürt. Wie kommt man nun als früherer Leiter einer kardiologischen Abteilung im Herzzentrum dazu, Energiemedizin zu betreiben? Mein Vater war Theologe, zumindest hatte ich schon mal etwas von einer Seele gehört. Ich hatte Geschwister, die das Übrige taten, dass man auch manchmal unkonventionelle Wege beschreiten musste, um etwas zu erreichen. Und schließlich hatte ich dann auch zum Beispiel einen Freund, der sich ermutigte und sagte, Mensch, also mit deinem Chef, so ganz lieb hast du ihn nicht, kannst du es besser? Und sagte, naja, also so richtig jemanden, unter dem ich ganz gerne gearbeitet hätte, hier im Berliner Raum, hatte ich nicht zu dieser Zeit gefunden. Und so kam es dann, dass ich die Abteilung dort übernahm. Und dort waren natürlich dann auch Patienten, die man erfolgreich am Herzinfarkt behandelte. Mit Katheter geht das heute elegant und schnell. Und 4 Tage später trifft man den Herrn rauchend vor der Klinik wieder. Und da schleicht sich so der Eindruck ein, möglicherweise ist da irgendwas schiefgelaufen. Jedenfalls ist er nicht wirklich auf dem Wege der Besserung. Und so kommt dann also auch eines zum anderen und sagt mir, wie kann man, ich kenne auch Kardiologen, die rauchen, wie kann man das eigentlich tun? Und da muss, also irgendwas muss da Turbulenzen verursachen, die zu solchen Verhaltensweisen letztlich führen. Und das ist natürlich dann auch ein ganzheitlicher Ansatz. Also Traumata und deren Auswirkungen auf unser energetisches System sind sowas von spannend. Die kann man auch ein wenig herauskitzeln mit NADH, aber mancher Klops oder mancher Korken bleibt trotzdem sitzen. So kommt man dann eigentlich zum Beispiel in die Deutsche Gesellschaft für Energie- und Informationsmedizin, wo dort ganz viele Kollegen auch sind und man das Gefühl des exotischen Existenzformen, die man also, wenn man hier etwas avantgardistisch tätig ist, kommt man in eine größere Gemeinschaft und so wie hier auch in den Austausch. Also ich bin sehr, sehr dankbar, Herr Professor Birkmeier, und
Ihnen, Frau von Schwarzenberg, dass Sie diese Veranstaltung hier mit auf den Weg gebracht haben in diesen schönen Räumen, weil ich habe schon so viel gelernt wieder. Und davon profitieren wir auch. Und die Energiemedizin, die im Grunde genommen, glaube ich wirklich, wie zum Beispiel die Röntgentechnik oder die Ultraschalltechnik, dazu führen kann, dass man sehr systematisch schaut, wie ist der energetische Zustand eines Menschen. Man kann auch in verschiedene Weise intervenieren und kann sehen, wie kann dieser Mensch energetisch oder auch mit seinem Informationssystem darauf reagieren. Und wir bekommen ja, eigentlich ist eine Krankheit, die wir im Ultraschall oder irgendwo sehen können, wirklich das unerfreuliche Endprodukt eines Prozesses. Den schneiden wir dann für gewöhnlich als Chirurg ab, wundern uns gelegentlich, dass er wieder nachwächst. Aber warum das geschehen ist, also dass vor der gestörten oder erkrankten Organfunktion eine gestörte Funktion steckt, das ist wiederum nicht Gegenstand einer Röntgenuntersuchung. Sie würden es vermutlich auch dort nicht sehen. Und wenn Sie noch ein Stück vorher gehen, der gestörte Prozess selber hat in aller Regel eine gestörte Information. Und ich kenne jemanden sehr gut, der hat letztlich eine Klinik geleitet, eine zweite dazu und dann noch eine größere hier in der Gegend. Das Programm, was dahinter war, er wollte seinem Vater das Wasser reichen dürfen. Ihnen ist das ja dann auch tatsächlich gelungen, indem Sie den Auftrag erledigt haben. Aber solche Programme können dazu führen, dass jemand letztlich im Burnout und mit einer chronischen Erkrankung landet. Und so ist es eine wunderbare Nachricht, dass es endlich gelungen ist, auch einen Studiengang für approbierte Ärzte hier in Deutschland auf den Weg zu bringen. Es gibt da verschiedene Bemühungen, aber vorgestern ist nun endlich die Genehmigung gekommen, sodass man auch europaweit akkreditiert einen solchen Studiengang, wo man diese ganzen Methoden kennenlernt, auch in die Hand bekommt, um auch letztlich mit einer staatlichen Anerkennung zu machen. Es gab in Österreich diese Bewegung, das ist irgendwie wieder ein bisschen eingeschlafen. Also ist nicht einfach. Ja, und nun zur Energie und zum NADH. Wenn Ihr Kind so ein Teil so peu à peu der Steckdose nähert, vermute ich, dass, wenn Sie Ihr Kind lieb haben, davon gehe ich aus, unruhig werden. Trotzdem können Sie aber nicht sicher sein, es könnte auch abgeschaltet sein. Also das Besondere der Energie, auch des NSDHs, wir können sie nicht sehen, wir können sie aber an den Wirkungen erkennen. Nur wichtig ist, dass Sie da auch an der richtigen Stelle nachsehen, um voranzukommen. Und deswegen haben wir uns dann letztlich, wenn man es systematisch betrachtet, und das ist in der Energiemedizin möglich, können wir sagen, natürlich, heute haben wir vor allen Dingen über den Energiestoffwechsel in den großen Umsätzen gesprochen. Also, dass die Organe, die Muskeln, auch der Herzmuskel, das Gehirn genügend Energie bekommen. Es ist aber auch eine Frage der Energiemedizin, zu klären oder sich der Frage zu widmen, wer sagt denn nur bitteschön, wie viel Energie wann wo zu sein hat. Und das sind also andere Ebenen, die ganz wenig Energie umsetzen, aber wo ganz viel letztlich Software, die Qualität der Software und ihrer effektiven Nutzung ist hier. Und das ist auch ein Thema der Energiemedizin in diesem Zusammenhang. Nun, wir wissen, dass Zellergy NRTH eine Wirkung hat. Es ist breit besprochen worden. Deswegen brauche ich das hier nicht nochmal im Einzelnen aufzuführen. Und nun zu der Frage, zu dieser großen Gruppe von Menschen mit Herzschwäche, die es heute gibt, wäre das nicht eine gute Option? Wie ist die Ausgangssituation hier in Deutschland und in Europa? Ich stelle dann die Studie vor, die wir durchgeführt haben bei Menschen mit Herzschwäche. Und was bedeutet das für die weitere Arbeit auf diesem speziellen Gebiet? Ja, die Ausgangssituation selber ist, eigentlich sind wir Wesen, also von unserer Grundausstattung, von unserer Auslieferung bei Geburt, sind wir eigentlich noch von der Biologie her Jäger und Sammler. Der Jäger und Sammler ist also 10 bis 20 Kilometer auf der Nahrungssuche unterwegs gewesen und hat dann vor allen Dingen schwer resorbierbare Kohlenhydrate aus der Erde gebuddelt, Wurzeln und dergleichen. Heute werden wir natürlich von einem Regal bei Netto oder Aldi oder sonst wo überfallen, viele Süßigkeiten obendrauf. Und dann ist die meiste Tätigkeit dieser Menschen auch die, dass sie eben sich nicht mehr so viel körperlich bewegen, sondern dann, hier müsste dann die berühmte Abbildung, wo dann der computerisierende Mensch steht, der sich kaum noch selbst
bewegt. Und so kommt es dann bei raus, die Situation in Deutschland, das ist die Realität. Ich weiß nicht, also mit allen Babys sieht wohl jeder Bürger in diesem Lande hier 2 Stunden fern. Ich weiß nicht, wann er das macht. Bei uns zu Hause gibt es keinen. Aber der Einzige, der hier tatsächlich noch mit ausreichend Energie das verfolgt, was dort gezeigt wird, ist Bello. Der isst nämlich gerade nichts. Herzinsuffizienz von der Definition her ist das Unvermögen des Herzens, genügend Sauerstoff zu transportieren, ohne dass es einen Rückstau gibt. Also es gibt noch Herzen, die transportieren noch genügend Blut, aber es gibt schon eine gewisse Notlage und eine Rückstauung in den Vorhöfen. Und das wiederum wird wichtig sein, auch für unsere Untersuchung. Wenn der Rückstau, also die Herzkammer ist es nicht mehr komplett losgeworden, es gibt einen Rückstau, dann können wir das unter Umständen messen, weil dort dann durch den erhöhten Druck in den Vorhöfen ein Hormon freigesetzt wird, was indirekt helfen kann. Die Herzschwäche selber ist eine häufige Krankheit. In Europa rechnet man mit über 10 Millionen Menschen. Die, die das noch nicht so richtig merken, nur sagen, ach, wenn ich 2 Taschen voll hier an Einkaufsdingen trage und 2 Taschen nach oben gehen muss, schnaufe ich ganz schön. Das sind Dinge, die dann so etwas laviert sind, aber wo eigentlich eine Herzschwäche selber in aller Regel noch nicht offiziell bekannt ist. Die Herzschwäche kann nun auftreten ganz akut, ganz plötzlich, zum Beispiel Herzjagen. Also wenn ein Herz stehen bleibt, ist klar, dass es nichts pumpen kann. Aber auch ein Herz, was sehr, sehr schnell schlägt, gerade wenn wir auch älter geworden sind, als Optimumwert gilt 200 minus Lebensalter. Also ein 60-Jähriger kann bis zu einer Herzfrequenz von 140 effektiv viel mehr Blut fördern. In einer höheren Frequenz fällt das wieder ab. Und ein Herz, was keine Zeit hatte, was sich zu füllen, kann natürlich auch nichts pumpen. Der Herzbeutel kann eingeengt sein, so sich, dass das Herz gar nicht mehr füllen konnte. Es gibt Lungenembolien, die das rechte Herz blockieren und natürlich auch den Herzinfarkt, der einen Teil des Herzens absterben lässt. Und bei einer chronischen Herzschwäche, also wenn das Herz-Kreislauf-System Zeit hat, sich darauf einzurichten, dann gibt es Kompensationswege, es lebt ein wenig, wie das Herz-Kreislauf-System in seiner Gänze versucht, dem Herr zu werden. Also wenn das Herz pro Schlag nicht mehr viel, nicht ausreichend pumpen kann, versucht es schneller zu schlagen. Der Herzmuskel wird dicker, wenn es überlastet wird, zum Beispiel bei Bluthochdruck. Allerdings auch eine zum Teil reflektorische, aber dann auch durch den Bluthochdruck sich einstellende Engstellung der Blutgefäße. Auch das Blutvolumen kann erhöht sein. Und erst wenn diese Kompensationswege nicht mehr funktionieren, erst dann wird der Patient wiederum symptomatisch. Das Herz vergrößert sich. Die Überlappung der Aktin-Myosin-Filamente in den Einzelmuskelzellen verschlechtert sich. Der Wirkungsgrad der Herzarbeit wird ungünstiger. Zusätzlich verengen sich auch noch die Blutgefäße. Und am Ende ist das Gewebe, das Herz arbeitet ja zu 100% für andere Gewebe als einziges und ist deswegen wohl auch das Organ, was nie Krebs bekommen kann. Also unser tüchtiges Herz, 85 Millionen, wie viel war das pro Tag? Ja, also pro Tag, das ist eine gewaltige Menge und es ist zuverlässig. Wenn es 3 Minuten Pause macht, ist das mit dem Leben unseres Gehirns nicht vereinbar. Und es ist üblich, die Herzschwäche, um sich auch zu verständigen, einzuteilen in 4 Stadien. Im Grunde genommen bedeutet das Stadium 1, Sie sind im Wesentlichen nicht eingeschränkt. Bei Nyher Stadium 2, wenn Sie 2 bis 3 Etagen Treppen dann eigentlich anfangen zu schnaufen, würde man dazu Nyhak-Leistungsklasse 2, das geht ja noch. Wenn es nach 1 Etage Treppensteigen schon zu Luftnot kommt, ist das das Stadium 3. Und wenn selbst in Ruhe, wo Sie gar nichts tun, schon Beschwerden bestehen, besteht letztlich Bettlägerigkeit, keine Belastungsmöglichkeit mehr. Und das ist das Stadium 4. Wenn wir schauen, was steckt dahinter an Ursachen, ist das zur Hälfte Durchblutungsstörung der Herzkranzgefäße des Herzens. Auch Herzmuskelentzündungen sind relativ häufig bei fast jeder Virusinfektion. Jeder Virus hat so Lieblingsplätze, an denen er sich austobt.
Das Herz und das Gehirn reagieren fast immer mit. Also wenn man das erfassen wollte, im EEG gibt es Veränderungen. Und das sind auch die plötzlichen Herztote von Fußballern, die in einer akuten Entzündung, ohne es selbst zu merken von der Pumpleistung her, dann plötzlich durch eine Herzrhythmusstörung zu Tode kommen. Und der Bluthochdruck selber ist auch eine eigenständige, zunächst mal herzunabhängige Erkrankung, die dann zur Herzschwäche führen kann. Es ist eine Erkrankung des Alters, über 10%. Männer schaffen es vergleichsweise häufiger und ist bei den als Todesursache allerdings der dritte Platz. Die Frauen trifft es später und dort in der Regel dann besonders, ist es immerhin der zweite Platz. Frauen schicken immer ihre Männer zum Arzt, um etwas zu verändern. Die Männer schicken weniger ihre Frauen zum Arzt. Also Männer haben deswegen, sterben trotzdem früher, aber das wäre etwas, wo wir Männer auch etwas tun können für uns alle. Und das ist interessant, weil es auch die Medizin, die wir heute praktizieren, neu orientiert. Eigentlich gibt es keine Krankheit und keine Gesundheit mehr, sondern die Überschrift unserer auch ärztlichen Bemühungen sind Lebensqualität. Und das ist